Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Hellpoint. Wir können mal das hier zum Heilen versuchen, diese Nanobots. Ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Aber vielleicht können wir damit einen zusätzlichen Hit abfangen. Ach, komm schon! Ach, ich dachte, ich war weit genug weg. Keine HP mehr. Das war nicht schlecht. Und keine Chance mehr gehabt. Wieder. Wenn das halt in der Mitte des Raumes macht, dann komme ich zwangsläufig an den Rand. Ich kann nicht mehr ausweichen dann. Das scheint nicht wirklich eine Rolle zu spielen, ob jetzt hier die Nanobots nehmen oder die heilende Injektion. Und solange wir nur zwei Ladungen haben. Oh shit. Spielt's eh nicht so eine Rolle. Das habe ich jetzt wieder versemmelt. Aber auch die Nanobots scheinen sehr schnell zu heilen. Aber ich weiß halt nicht, was. Ich weiß immer noch nicht, was das Plus 1 bringen soll. Mann! Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Falsche Buttons gedrückt, glaube ich. Das wird ein Weilchen dauern. Wir sind jetzt schon in der dritten Episode an dem Boss dran. Und ich sehe noch nicht wirklich einen Laden, wenn ich ehrlich sein muss. Ich verstehe nicht, wie das Heilsystem funktioniert. Die Plus-Dinger springen überhaupt rein gar nichts. Weil wir sowieso immer voll heilen. Und zusätzliche Heilung kriegen wir nicht. Offensichtlich. Vielleicht liegt es auch an einem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Vielleicht geht das da gar nicht. Das wäre möglich. Oder ist es verbuggt deswegen? Das ist auch möglich. Dass ich da nicht einen Hit abgekriegt habe, erstaunt mich ein bisschen. Ach, komm schon. Dieser Boss, ey, der macht mich fertig. Ich würde sagen, ich werde jetzt offscreen, oder ja, wir machen kurz einen Break. Ich werde offscreen ein bisschen üben und ich werde euch jeweils einfach dazu holen, wenn es ein guter Versuch ist. Bis gleich. Sieht nicht so schlecht aus. War auch nicht so gut. Mal sehen, wie das endet. Ich bin gespannt. Na komm. Nicht zu greedy werden.
Und dann kommt der Angriff, den er sonst überhaupt nie macht. Und, gut, ich hatte sowieso keine HP mehr, aber dem kannst du nicht ausweichen in der kleinen Kammer. Das geht einfach nicht. Naja, bis gleich. Okay, das sieht einigermaßen okay aus. Oder auch nicht. Ich hatte keine Heilung mehr, aber naja, es ist mit einer Heilung sehr schwierig. Und die Chance, dass ich einfach alles perfekt spiele, mit den ganzen Bugs, wo man hängen bleiben kann und Hitboxen und schieß mich tot. Es ist halt einfach sehr gering. Okay, wieder ein richtig knapper Versuch. Mal sehen, wie der ausgeht. Wahrscheinlich auch nicht zu meinen Gunsten. Oh, oder doch? Zugangsdaten zu Port Isudun. Hat man das nicht schon mal? Ah. Guck doch mal meine Leben an. Das ist richtig, richtig wenig. Und hat sich das Ganze gelohnt? Lichtzweig? Wahrscheinlich nicht. Das Ganze war für einen Arsch. Marinegewehr. Tja. Ansonsten ist hier nichts mehr, außer hier kann man noch raus. Zum Observatory? Wo kommen wir hier raus? Das ist jetzt interessant. Oh. Warte mal. Licht. Wo kommen wir hier raus? Ah, da hätte ich dieses Ding gar nicht synchronisieren müssen. Irgendwo ganz, ganz, ganz weit unten. Aber es geht da noch irgendwo weiter bei diesem, beim Gebiet, wo wir vorhin waren. Bei Arcology, Underpass, Dingens. Schlüssel zur Observatoriumsgalerie. Oh, ich weiß, wo die ist. Nice. Ach so. Das war diese Tür. Die Observatoriumsgalerie war, glaube ich, weit oben, oder? Vielleicht sogar noch weiter oben. Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal weiter hoch.
Wir haben 40.000 Aktionen bekommen für den Kill. Ja, es ist im Endeffekt einfach auch ein bisschen Glückssache. Man muss teilweise relativ aggressiv spielen. Moment mal, was? War das nicht hier? Ich meine, es war hier gewesen, die Observatoriumsgalerie. Vielleicht war sie weiter unten? Gucken wir mal unten. Nee, es geht noch weiter hoch. Ich glaube, ich dachte, die wäre ganz oben. Vielleicht täusche ich mich. Wir werden sehen. Ja, das war eine ziemliche Zangengeburt hier. Okay, jetzt müssten wir hier reinkommen. Und bringt uns was? 3000 Aktionen. Runter? Warum runter? Modell, Schild, Licht, Konduktor und ein geladenes Prisma. Also vollkommen für den Arsch. Schade. Tja. Aber wir haben wieder etwas gefunden. Ich denke, wir sind damit... Haben jetzt das Observatorium... Müsste mehr oder weniger 100% erledigt sein. Mit dir haben wir, glaube ich, schon gesprochen, oder? Ja, du gehst nach Port Issodun. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen Backtracking mal noch machen bei... Port Issodun. Tja. Können wir hier weiter runter? In der Tat. Dann würde ich sagen, leveln wir noch ein bisschen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir dann in der nächsten Episode weitermachen. Wir haben noch in Alma Mater... Zeug, das wir noch nicht gemacht haben. Und dann oberhalb, also auch wieder im Alma Mater Atrium da, oberhalb von dem komischen Lift, den wir verwendet haben. Ich werde ein bisschen mehr Gesundheit skillen. Naja, einmal. Tja, ein sehr mieser Boss, aber im Endeffekt haben wir es geschafft. Wer ist tot? Ja, ich habe zwischendurch auch nochmal das Ding nochmal hochgelevelt, weil ich unter Umständen dachte, dass weil ich die Schwierigkeit 1 erhöht habe, dann macht es vielleicht minus 1 oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, was so die plus 2 hier genau bedeuten. Also ich habe immer nur 2 Heilungen gehabt. Wahrscheinlich ist es ein Bug. Oder weil hier steht eigentlich, wir sollten mehr Heilungen kriegen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ne? Verbessere die ausgewählte Heilmethode für mehr Ladungen. Wir kriegen aber nicht mehr Ladungen. Von dem her, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Aber gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Episode jetzt geworden ist. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geschaffen von diesem miesen Bossfight. Und brauche eine Pause. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich werde vielleicht auch ein bisschen noch Offscreen-Sachen machen. Ich würde ganz gerne sowohl nochmal durch den Sohn, durch Strict, als auch durch Post Issodun gehen. Und dann hatten wir auch hier im Underside hatten wir noch den einen Riss, wo wir nicht rangekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen, aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch noch mir angucken möchte. Hier sind wir zum Glück definitiv, glaube ich, durch. Ich habe auch keinen Bock, da hier mehr zurückzukommen. Ich wüsste nicht, was hier noch sein sollte. Und wir haben wieder diesen noch einen Port Issodun-Schlüssel bekommen. Oh. Zugangsdaten. Das haben wir jetzt schon zweimal. Naja, ich muss mich da mal ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich noch irgendwie was. Was haben wir hier nochmal? Passierschein? Wann haben wir den denn gefunden? Ich dachte, wir hätten alle Passierscheine aktiviert. Ich meine, da können wir noch ganz kurz hingehen und uns das mal kurz ansehen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas tun können. Wir müssten hier eigentlich durch sein. Wir haben noch die Räder oben, aber da fehlen, glaube ich, noch Kombinationen. Ich weiß noch nicht, wie viel die gut sein sollten. Okay. Willkommen in der Arkologie.
Alle Türen sind bereits geöffnet, du Schwindler. Okay, na gut. Das, ja, war zu erwarten gewesen. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir weitermachen in der nächsten Episode. Wahrscheinlich dann bei Alma Mater oben beim Aufzug. Das wäre vielleicht das Nächste. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Backtracking. Mal sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl die letzten paar Episoden nicht so berauschend waren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.